Hallo liebe Community, Family und Zuschauer, ich bin's wieder, euer Giermatico und herzlich willkommen zum nächsten Overwatch-Video. Ja, bevor wir uns eigentlich dem Thema widmen, erstmal Info in eigener Sache. Und zwar, das Video geht's noch, Blizzard, über Me, das Spezial über YouTube und die Kanalvorstellung werden sich ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Ich versuche jetzt jeden Sonntag entweder was Einfaches rauszubringen oder ein Gameplay. Oder Let's Play. Ja, Gameplay. Let's Play Gameplay. Bäh. Sprachfehler hoch 10. Grund ist dafür, ich krieg neue Hardware und dann möchte ich das dann bessere Qualität liefern. Deswegen, und dann kann ich auch besser bearbeiten und. Und deswegen wird sich das alles nach hinten verschieben, weil das sind schon ein bisschen größere Videos, wo mehr Arbeit dann reinstecken wird. Dieses Video wird jetzt ein bisschen einfacher gehalten, wenig zu schneiden, wenig zu bearbeiten. Ist aber auch gut so, finde ich. Weil das Thema wollte ich eh ansprechen, weil ich habe da ein bisschen wieder mit ein paar Leuten geredet und ihr habt es ja im Titel gelesen. Und ja, und dann noch eine Sache, wie gesagt, was ist eure Meinung dann zu diesem Video? Nochmal was zur eigenen Sache, und zwar seht ihr gerade, Mercy hat einen neuen Skin und das ist ein Benefit-Skin. Der gegen, so sieht er aus. Der kostet 14,99 €. Ja, den kann man nur kaufen. Und wenn man den kauft, dieses Geld wird gespendet an die Brustkrebsforschung. Das ist eine Benefizit-Veranstaltung von Blizzard gemacht. Finde ich top. Blizzard, Daumen hoch. Hätte ich das Geld, hätte ich mir den Skin schon gekauft. Aber, ja, ich, fast mal nackt man in den Taschen, ne? Ihr kennt das Problem. Deswegen, also wenn ihr noch am Überlegen und Hadern seid, denkt dran, ist es für eine gute Sache. Ich werde dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder einen Spenden-Livestream machen. Überlegen, an wen das. Ich bin noch am Überlegen, für welchen Verein. Also, helfen kann jeder. Also, wenn ihr das Geld überhaupt und ihr spielt Overwatch und ihr spielt regelmäßig Mercy, dann holt euch den Skin. Oder wenn ihr sagt, der Skin sieht zwar nice aus, aber spiel nicht Mercy, denkt nochmal drüber nach. Es ist für den guten Zweck, weil ich habe selbst gute Freunde und Verwandtschaft, die an Krebs erkrankt sind. Eine sogar, die wirklich an Brustkrebs erkrankt ist und leider auch verstorben ist. Deswegen würde ich das Geld haben, würde ich den Skin sofort kaufen. So, aber jetzt mal zum Thema, denn ihr wollt wissen, was abgeht und hier ist jetzt das eigentliche Thema. Wer ist Leonora Bodrovio? Ja, und da sind wir auf der Map Rialto, die erst neu rausgekommen ist. Und wer ist denn nun diese Leonora? Nun, was wissen wir erstmal? Was können wir ableiten? Erstmal, so sieht die liebe Leonora aus. Sie ist ein Omnic. Das wissen wir jetzt auch. Viele haben gedacht, es könnte ein, Moira-Skin sein, wegen den Fingernägeln. Aber man sieht hier total alles mechanisch, auch der Körperbau. Nun, wir wissen, sie ist die Künstlerin. Und ihre Kunstwerke sind ja... Ups. Das war... Ich kann nicht fliegen. Jo. Das sind wohl ihre Kunstwerke. So, mehr wissen wir leider nicht von dieser Person. Und das macht mich gleich stutzig. Und jetzt kommen hier folgende Theorien, die ich mir so im Kopf gedacht habe. So, erstens. Sie wird eine zukünftige spielbare Heldin sein. Grund ist, vielleicht macht hier Blizzard den, ich sag jetzt mal den Doomfist-Move. Weil Doomfist wurde ja auch im Museum angekündigt mit mit den Eskorte der Handschuhe. In den Spawn, in den letzten Spawnpunkt der Verteidigung, da hatten wir ja die ganzen Flaggen gesehen. Und hier ist es genauso. Wir haben hier einmal eben das Bild von ihr, aber jetzt gibt es einen kleinen Unterschied. Das ist deutlicher zu erkennen als bei dem aktuellen Doomfist. Deswegen kann man jetzt auch sagen, nee, Doomfist haben sie ja ein bisschen geheim gehalten. Warum sollten sie jetzt diesen Move machen? Ich glaube, das könnte auch der Grund sein, warum sie den Move macht. Keiner kommt darauf. Könnte ja sein. Und so. Und ich denke mal, wie gesagt, sie könnte eine neue spielbare Heldin sein. Und sie steht auf der Seite von Talon.
Jetzt sagt ihr alle, wie bekloppt, Talent? Ja, ich habe folgende Annahme. Und zwar haben wir hier einmal vorsichtsabbrechlich ein Paket. Wir sehen, wenn wir hier genau hingucken, zerbrechlich, was könnte das sein? Nun, vielleicht ist da drin ihre Waffe, die eindeutig, nämlich, jetzt kommt's, zum Stützpunkt von Tylon gebracht wird. Denn wenn wir natürlich hier die Map, wenn wir das ja spielen, müssen wir hier natürlich lang, wie ihr seht. Und da kommen wir halt an verschiedenen vorbei, zack, Sachen, Hotels. Und der Endpunkt ist ja das Haus da hinten. Und ja, jetzt müssen wir erstmal hinfliegen. Jupp. So. Denn, zack, jetzt sind wir da. Das ist der Stützpunkt von Talon. Wir müssen die Fracht zu Talon bringen. Er sagt, ja, ey, bist du doof? Wie kommst du drauf, dass das der Stützpunkt von Talon ist? Na, einmal haben wir die Waffen. Die kennen wir ja auch hier aus den Event Vergeltung. Kennen wir sie? Hier das Scharfschützengewehr, die Waffen, Pistolen. Und das nächste Anhalt bietet uns der Endpunkt. Und zwar, hier ist der Endpunkt. Und wenn wir jetzt ganz nach hinten gehen, hier sieht man auch, glaube ich, nochmal das Talent-Symbol. Hier, dass die gute wahrscheinlich ein neuer Held sein könnte, typisch Doomfist-like, dass die mit Maximilian was zu tun hat, weil beide sind Omnix, und ich denke mal, ein Omnic würde der Heldenaufwertung mal gut tun, weil wir haben zurzeit echt nur Zenyatta, und dann haben wir eben noch die Oesa und Bastion Einheiten, die teilweise zu den Omnic zählen, und da könnte ich mir gut vorstellen, na, wird es halt jetzt mal wieder für den Omnic? Weil wenn man jetzt mal die Liste bedenkt, wir haben Anna ist als erstes rausgekommen, Overwatch. Dann kam Sombra. Dann kam Oesa. Dann kam Doomfist, wenn ich jetzt richtig, wenn ich mit der Reihenfolge falsch liege, tut es mir leid. Dann hatten wir Moira, auch wieder vier Teile. Und dann hatten wir Brigitte, die jetzt wieder Overwatch verstärkt. Ja. Bin ich jetzt richtig? Waren das jetzt alle Helden? Nee. Ja, müssten alle gewesen sein, glaube ich, denke ich, hoffe ich. Wenn ich jemanden vergessen habe, schreibt es einfach unten rein. Und ja, und jetzt könnten sie wieder was für Talent bringen. Und wir haben auf der guten Seite, kann man ja sagen, haben wir ein Zenyatta und eine Oesa. Auf der bösen Seite fehlt noch ein Omnic. Viele haben ja spekuliert, es könnte ja was mit Maximilian sein. Ja, könnte man so sagen, aber ich weiß nicht. Werden wir sehen, aber ich denke eher, dass es die liebe Linora ist. Weil sonst, ich habe nachgeguckt, es gibt keine Verbindung. Ich habe nichts gefunden. Und das ist wirklich nur eine Theorie von mir. Linora gehört zu Talon an, hat mit Maximilian zu tun. Produziert wahrscheinlich was für Talon, weil sie ist ja Künstlerin. Und wenn man sich mal ihre Werke anguckt, da stimmt doch irgendwas nicht. Allein, was ist dieses Leuchten? Was hat dieses Warp zu bedeuten? Das ist, wenn das ihre Kunst ist, da kann sie irgendwas erschaffen, was keiner begreift. Genauso hier. Was ist das? Oder genauso hier. Wieso ist das auf einmal weg? Hä? Okay. Das ist jetzt komisch. Deswegen, arbeitet sie mit Talon zusammen? Ist sie ein Talon-Mitglied? Eine Agentin? Und wenn man sich hier sie nochmal ganz anguckt. Guckt euch mal das Auge an. Sie hat auch Ähnlichkeiten mit jemandem. Und zwar mit der einen Figur, die mal angekündigt wurde. Wenn ich das Foto finde, packe ich mal rein. Das soll ja die Stimme sein, die immer hier sagt, willkommen in Rialto. Und die hat starke Ähnlichkeiten mit. Was ist,
Jetzt mal angenommen, wir kennen alle das Video von Viripa bei Vincent Einfeld und Daten ladet, um andere Overwatch erkennen zu können. Was ist, wenn sie darauf auch noch eine zufällige Kopie von dieser KI gemacht haben? Sprich, Overwatch hat die KI auf ihrer Seite, ich weiß jetzt echt nicht den Namen, und Thailand hat sie erschaffen, sonst kommt sie nirgendwo vor. Und das ist meine Vermutung, dass sie eine neue spielbare Heldin ist, das ist, kann man sagen, der Doomfist-Move. Und sie wird wahrscheinlich irgendwann uns, schätze ich mal, in vielleicht dieses Jahr oder sogar nächstes Jahr die Helden bereichern. Und sie gehört Talon an. Talon wird aufgestockt. Das ist meine Theorie dahinter. Also, was wissen wir jetzt? Mal kurz und knapp, sie ist Künstlerin. Sie hat diese Werke, die wir im Museum gesehen haben, produziert. Wir wissen, wie sie aussieht. Wir wissen ihren Namen. Leonora Bortorivo. Galerie de Art Omnica. Gut, wir wissen, dass das vom Museum ist. Muss es ja sein. Und dass wir das zu der Talon-Basis bringen sollen. Talon wird sich kein einfaches Museumsstück gönnen. Glaub ich nicht. Da ist was drin, was sie gebaut hat für Talon. Und das wird irgendwann nochmal ganz schönen Zündstoff in die Welt bringen. Sprich, sie gehört Talon an. Oder, jetzt würden andere sagen, oder sie wird von Talon erpresst und ausgenutzt. Könnte auch sein. Aber meine Vermutung ist, dass sie zu Talon angehört und irgendwann mal als spielbarer Held spielbar sein wird. Ihre Attacken weiß ich nicht. Also ich glaube, im Mittelpunkt wird ihr Auge da sein. Vielleicht schießt sie da mit so einer Fähigkeit so euer Anesoschau. Ulti, da dreht sie sich wie ein Kreis, wie ein Beyblade, wie Reaper und mit den Strahlern. Oder feuert so einen Riesenstrahl ab. Wer weiß das? Aber das könnte ich mir vorstellen, dass sie zu Talon gehört. Aber natürlich, was ist eure Meinung? Schreibt sie mir wie immer unten in die Kommentare. Würde mich freuen. Und ja, das war's mit dem kleinen Video. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat's gefallen. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch was da. Würde mich freuen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht kennt und meint, ey, ich bin cooler Dude, drückt doch einfach mal die Glocke. Ist alles kostenlos. Dementsprechend sage ich wie immer, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Gamer.deco ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.